Okay. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Closing Talk, einen der Höhepunkte der IGER hier. Wolle oder Wolfram Wingerath ist hier von der Uni Oldenburg. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ich hab den Talk tatsächlich schon mal, vielleicht nicht genau diesen, aber einen ähnlichen gehört, war sehr begeistert und bin sehr glücklich jetzt, dass Wolle hier ist, um ihn hier nochmal uns vorzustellen. Und das Ganze wird ja aufgezeichnet und Wolle würde gerne auf Englisch vortragen. Gibt es irgendjemand, der sagt, nee, ich möchte es unbedingt auf Deutsch hören, weil es auf Deutsch angekündigt war? Da vorne gibt es ein paar... Ja, dann mache ich Deutsch. Dann ist der Vortrag auf Deutsch, wunderbar. Und die Bühne ist deine, auf Deutsch gesagt. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Ja, cool. Vielen Dank, Daniela. Moin zusammen, ich bin Wolle, ich komme aus dem Hohen Norden und freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und über eines meiner Lieblingsthemen reden kann, das ist Hands-Free Coding. Also, ich meine, der Titel sagt es irgendwie, what you say is what you get, hands-free coding in 2023. Es geht darum, wie man Software entwickelt, ohne seine Hände zu benutzen. Und damit fangen wir eigentlich auch direkt an. Als kurzer Hinweis vorweg, die Folien hier habe ich schon hochgeladen auf wolle.science, das ist eine Webadresse und ich werde auch später das Video verlinken, so mir eins verfügbar gemacht wird. Genau, also am Ende werde ich vermutlich ziemlich durch die Folien stolpern, aber da sind 1000 Links bei, die könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe angucken, wenn euch das interessiert. Genau, und der Titel sagt, es geht um Hands-Free Coding und wenn man jetzt daran denkt, wie das wohl laufen könnte, dass man Code produziert ohne Hände, dann kann man sich denken, dass es eben auch um Voice Coding geht, also um Programmieren mit der Stimme. Und wenn man drüber nachdenkt, was man wiederum dafür so bräuchte, dann ist das eigentlich gar nicht so viel, ne? Weil erstmal brauchen wir offensichtlich ein Mikrofon. Und da kann man direkt einen Haken hintermachen, weil offensichtlich jeder in seinem Gerät ein Mikrofon hat. Und wir hatten gerade Corona, daher haben die meisten auch ein gutes Headset. Das ist eigentlich umso besser. Das heißt, Mikrofon hat eigentlich jeder praktisch direkt dabei. Dann brauchen wir Software, die irgendwas mit meiner Stimme machen kann. Also Speech Recognition Software, die praktisch mein Gelaber hier umformen kann in Zeichenketten, in Texte. Und auch das hat praktisch jeder. Das ist seit, ich weiß nicht, 2007 oder so bei Windows dabei und auch Mac-Betriebssysteme haben das. Das heißt, haben wir, und die Software muss aber nicht nur Texte transkribieren, die muss im Prinzip auch irgendwas machen können. Also die braucht die Möglichkeit, Aktionen auszuführen. Und das kann praktisch jede Software, die eben Sprache zu Text wandeln kann. Das heißt, an sich haben wir alles. Ne? Let's go, oder was? So, und einfach nur, um zu demonstrieren, wie easy das ist, mit den Windows-Bordmitteln zum Beispiel, also das, was jeder auf seinem Betriebssystem hat, Code zu produzieren, habe ich hier das perfekte Video. Und das gucken wir uns einfach mal an. We're going to do a little Perl script using the Windows Vista software recognition to show you how easy it is. Open Notepad. Maximize. Open. Open parenthesis. Go to beginning of document. Delete. O. Press O. Go to end of document. Press caps lock. Info. Delete info. Press caps lock. Press caps lock. Info. Delete info. Press capital I. Delete I. Press capital I. Delete I. Press capital I. Scroll. Press caps lock. Press caps lock. Delete I scroll this conflict. I don't scroll this conflict. Delete adult scrolls conflict for. Delete adult scrolls conflict floor, delete adult scrolls conflict four. Thank you. Okay. Also ich denke, etwa so hat sich das jeder vorgestellt. Und das ist tatsächlich das, was man kriegt, wenn man Standard-Software benutzt, um Software zu entwickeln. Also es hat sich in den letzten 16 Jahren einiges getan im Bereich Spracherkennung, aber etwa so ist auch die Experience, wenn ihr jetzt damit anfangen würdet. So, die Frage ist, warum ist das so? Also bevor wir uns angucken, warum das so ist,
Kurz der Hinweis, das Video habe ich frech geklaut von YouTube und die Idee, das Video zu zeigen, habe ich auch geklaut aus einem anderen Hands-Free-Coding-Vortrag. Daher, Emily Shea ist das Mädel, von dem ihr euch auch noch den Vortrag angucken wollt. Also wenn ihr hier durch seid, guckt euch diesen Vortrag wieder auch an. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die Message, denke ich, ist klar. Man kann nicht einfach mit seinem Computer reden und erwarten, dass Dinge funktionieren. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und die Frage ist, warum ist denn das so schwierig? Und ich denke, das Kernproblem ist, dass alle Software, die jeder zu Hause hat und jeder benutzt, grundsätzlich ASR-Software ist, also Automatic Speech Recognition. Und die Idee bei dieser Software ist, dass sie optimiert ist für natürliche Sprache. Also man redet in sein Mikrofon und dann gibt es da irgendwie eine Signalverarbeitung, die extrahiert da irgendwelche Features und dann wird darauf eben aufbauend eine Phonemsequenz erkannt, also Laute, und auf diesen Lauten läuft dann irgendein Language Model und versucht jetzt mal zu raten, was das wohl für Worte und oder Sätze gewesen sein könnten. Und die Annahme dabei ist eben, dass das Worte und Sätze sind, ne? Also dass irgendwer jetzt gerade eine E-Mail diktiert oder sowas. Und man kann zwar auch irgendwelche Befehle absetzen, ne? Also hier Commands, ne? Aber die sind eben eingeleitet durch irgendwelche Spezial-Keywords, was wie Press O oder so. Also okay, jetzt soll ich eine Taste drücken. Aber grundsätzlich ist die Annahme, es geht immer um Text und Sprache. Und beim Voice-Coding ist es eben genau andersrum. Da will man eigentlich praktisch nie natürliche Sprache. Man will eigentlich immer irgendwelche kryptischen Zeichenketten, irgendwelche Klammern, weiß der Geier was diktieren. Und da ist im Prinzip genau andersrum, dass sozusagen die Aktion, irgendwelche Knöpfe drücken, der Standardfall ist. Und natürliche Sprache ist eben der Spezialfall. Also ich zum Beispiel habe eine Grammatik und wenn ich die Äußerung einleite mit say, dann ist das der Hinweis, dass jetzt bitte Sprache kommt und was weiß ich, Satzzeichen und so sollen auch als Satzzeichen geschrieben werden. Wenn ich das nicht mache, dann wird das auch nicht als Text erkannt, dann werden irgendwelche wilden Knöpfe gedrückt. So, und die Software, die eben das obere macht, die kennt jeder, sowas wie Windows Speech Recognition oder Dragon Naturally Speaking. Und das, was ihr als angehende Hands-Free Coder alle wollt, ist aber tatsächlich Software, die nochmal oben drauf sitzt. Und da brauchen wir eben Software wie Talon, das ist das, was ich nutze, und alle anderen coolen Kids auch. Oder eben Dragonfly oder Caster oder Vocola, da gibt es auch 1000 Stück. Aber eben, ich kann auf jeden Fall Talon euch wärmstens empfehlen. So, nur damit ihr wisst, wo die Reise hingeht, hier jetzt direkt mal ein Video, wie es tatsächlich aussehen sollte. Und ihr habt, ihr seht rechts unten, das ist auch schon uralt, das ist 10 Jahre alt, das Video. Also tatsächlich von einer Python-Konferenz, wo eben Tavis Rudd mal gezeigt hat, wie er Software entwickelt. Okay, so I'm going to quickly show you some code navigation. Flip. Swuff. Slap. Search class. Snap. Search super. Snap. Nord. Left. Mesp. Tark. Sark dot. Tark. Snark. Hark. Yark. Mark class. Tark. Snore. Okay, und was euch jetzt aufgefallen sein wird, ist, ihr habt zwar verstanden, dass es nicht ganz so chaotisch aussah, aber trotzdem hat niemand eine Ahnung, was zum Geier da abging, ne, mit Hark, Snark, Schmark und so. Und die Zielsetzung für diesen Vortrag heute wäre eigentlich, dass ihr hier rausgeht und den Eindruck habt, dass ihr grob verstanden habt, was zum Teufel der Typ eigentlich gemacht hat und warum das irgendwelche coolen Dinge getan hat. So, kurzer Hinweis, das ist eben nicht Talon, das ist Dragonfly. Das ist an sich völlig egal. Ich will damit nur sagen, es gibt tatsächlich eine Fülle an Tools, die solche Dinge tun, weil es wirklich eine relativ große Hands-Free-Coding-Community gibt, über die irgendwie niemand weiß außerhalb dieser Community. So, und damit sind wir auch beim Outline für diesen Talk. Also im Prinzip gibt es 4 Teile. Der erste ist relativ kurz abgefrühstückt. Da sage ich kurz was zu mir selbst, damit ihr einordnen könnt, wie viel Ahnung ich von diesem Thema ich habe. Spoiler, nicht so viel. Ich bin halt nur Nutzer. Aber ich denke, es ist trotzdem vielleicht auch eine gute Perspektive, weil ihr ja auch alle bestenfalls das Ganze benutzen wollt, nämlich an dem ersten Schritt. Deshalb ist es vielleicht eine ganz gute Herangehensweise. Also ich entwickle diese Software nicht wirklich aktiv selbst. Ich benutze es mehr und passe sie an. Genau, dann zeige ich euch einige Videos und es gibt auch eine kleine Live-Demo. Dann sage ich euch, wie ihr selber das ausprobieren könnt. Also ich erkläre schon auch, wie mein Setup aussieht, aber ich sage euch auch, wie ihr ohne Geldeinsatz das Ganze selber mal machen könnt, um herauszufinden, ob das was für euch ist. Und dann gibt es noch einen ganzen Haufen Links und weitere Videos, Ressourcen und so weiter, dass ihr da tiefer eintauchen könnt, wenn ihr möchtet. Genau, und damit kurz zu mir selbst. Also ich bin, wie bereits mehrfach erwähnt, Wolle
Und ich bin eigentlich ein Data Guy, also jetzt gerade bin ich Data Science Professor an der Uni Oldenburg. Davor war ich 4 Jahre Head of Data Engineering bei einem Startup in Hamburg, Backend nennt sich das. Und davor war ich Promovent an der Datenbankgruppe. Im Prinzip hat sich das so ergeben, dass die Datenbankgruppe die coolste Gruppe an der Uni Hamburg ist. Und eben wir da alle angefangen haben zu promovieren. Da wurde in meinem Nebenbüro ein Startup gegründet. Das waren auch alles coole Leute. Und dann haben wir eben Software entwickelt, die das Internet schneller macht, wie jedes andere Startup auch, hochrevolutionär und eben coole Technologie. Dann habe ich praktisch meine Promotionsstelle gekündigt und bin ins Startup rein, habe dann neben dem Startup-Leben fertig promoviert, um diese revolutionäre Technologie voranzutreiben. Habe auch eine Kernkomponente entwickelt. Leider ließ ich die auch gar nicht verkaufen, deshalb baut die Firma jetzt was ohne meine Kernkomponente, mehr oder weniger. Aber trotzdem ist diese Technologie im Kern immer noch cool. Und ich forsche auch immer noch sehr gerne mit den Jungs an diesen Sachen. Und das Coole ist im Prinzip an dieser Forschung in einem Startup, dass man seine Forschung sehr praktisch ausrichten kann. Ne, das heißt, ich konnte eben in meinen Modulen, das mache ich auch heute noch, immer sehr viel Praxiserfahrung einfließen lassen, auch Abschlussarbeiten im Uni-Kontext oder im praktischen Kontext vergeben. Das heißt, Leute können eben was entwickeln, forschen und das wird auch wirklich an echte Nutzer und Nutzerinnen ausgespielt. Das Uncoole dabei ist, es ist unfassbar anstrengend. Deshalb habe ich eben immer gesagt, okay, ich will doch wieder in die Uni. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache nur Dinge mit Daten beruflich. Das ist das, was ich wirklich gut kann. Diese ganzen Speech Recognition Sachen und Human Computer Interaction, Interface Design und so, das ist alles bestenfalls ein Hobby. Also ich werde euch hier sagen, wie ich Dinge gut finde und was ich so mache. Aber ihr solltet euch immer klar machen, ich bin nicht der Interface-Experte. Genau, aber eigentlich, wie gesagt, ging es ja um Hands-Free Coding. Und damit wir bei den ganzen Beispielen auch gut folgen können, gibt es jetzt eine kurze Folie mit sozusagen Hintergrundinfos, dass ihr eine grobe Idee habt, wie denn so ein Setup grundsätzlich aufgebaut ist. Also wie funktioniert das Ganze im Kern? Und die Grundidee bei Voice Coding ist, dass ich eben ja mit meiner Stimme programmieren will. Also brauche ich mit meiner Stimme die Möglichkeit, alle möglichen Eingaben zu triggern. So, und das bedeutet im ersten Schritt, ihr stellt euch vor, ihr habt eine Maus, ihr habt eine Tastatur. Na, eine Maus hat Klick, Rechtsklick, Mausrad hoch, runter, Mausrad drücken. Manche haben da noch mehr Knöpfe und Räder und so. Die muss ich alle irgendwie mit einem Sprachbefehl steuern können. Und die Tastatur hat 140 Knöpfe oder so. Die muss ich auch alle ansteuern können. Das bedeutet, ich brauche super viele Worte, die möglichst kurz sind, damit das effizient ist. Und die müssen sich auch möglichst nicht ähneln, damit diese Software sehr sicher hören kann, was ich hier eigentlich machen will. So, und das bedeutet, man hat insbesondere bei Programmierarbeiten viele Symbole, Zahlen und so weiter, die man irgendwie ansprechen muss. Und es gibt hier so ein paar Beispiele, die sind, hier seht ihr eins, die sind so aufgebaut, dass man links den What You Say Part sieht, also das ist praktisch das, was man sagen würde. Ja, also in diesem Beispiel würde jetzt One Space Airbag Shift One wäre das, was man sagen kann, und auf der rechten Seite wäre das, was dann eben als Output generiert wird. So, na, man sieht eben jetzt hier bei den Unterstreichungen One Space Airbed, das sind jeweils sozusagen einzeln erkannte Tokens, sag ich mal. Und Shift One, wenn man das sagt, würde eben auch als sozusagen dazu führen, dass man Shift drückt und eine 1 und dann kommt ein Ausrufezeichen raus. Ne? Das ist eben daran, weil beispielsweise Shift jetzt ein Modifier ist, also sowas wie die Shift-Taste oder Steuerung oder Alt oder so. Und für die gelten eben teilweise auch andere Regeln als für sowas wie ein Buchstaben, ne? Weil man eben Modifier oft mit einer anderen Taste zusammendrückt. Das sind so Dinge, die muss man einfach auswendig lernen und irgendwie drauf haben, damit man das Ganze machen kann. Na, und es gibt eben, wie gesagt, Symbole, Modifier, Dinge für Cursorbewegungen und es gibt offensichtlich auch Alphabet. Ne? Das heißt, ich habe A, B, C, D, E und so, das muss ich eben diktieren können. Aber wenn ich wirklich Buchstaben sage, dann habe ich Sachen wie F und S, die klingen sehr ähnlich und deshalb gibt es eben phonetische Alphabete, die speziell für Buchstabieren gebaut sind sozusagen. Ne? Das bekannteste, würde ich sagen, ist das NATO-Alphabet, dieses mit Alpha Bravo, ne? Alpha Bravo, Charlie Delta und so weiter. Das kann man tatsächlich nutzen, ist aber schon nicht so effizient, weil man eben 2 bis 3 Silben hat für die meisten Buchstaben. Das heißt, in der Praxis nimmt man in der Regel eine optimierte Variante davon. Also hier seht ihr jetzt eine Variante, die viele benutzen. Das ist was wie Airbat, Cam, Drum, Each. Das wäre eben dann für die einzelnen Buchstaben eine Silbe jeweils. Und wenn man ein gutes Mikrofon hat und halbwegs sauber spricht, reicht das auch von der Präzision. Und wenn man eben diese ganzen Grundbefehle drauf hat, dann muss man sich ein bisschen damit vertraut machen, wie man Befehle vom Workflow her absetzt, weil
wenn ich tippe, na, es ist offensichtlich so, ich tippe und ich kriege ja den Output auf den Bildschirm gezaubert, während ich tippe. Und wenn ich mich wieder tippen würde, dann würde ich das auch merken und ich könnte das irgendwie anpassen. Beim Voice Coding ist es anders, denn ich muss erstmal alles sagen, dann warten, also was weiß ich, 100 Millisekunden oder so, und dann wird praktisch die letzte Sequenz interpretiert. Das bedeutet, wenn ich eben schnell arbeiten will, dann muss ich eigentlich eine Sequenz flüssig sagen, die möglichst viele Dinge erledigt. Und das nennt man Command Chaining. Und das, also hier ist jetzt ein Beispiel, wenn ich sowas produzieren will, wie diese Äußerung, die ihr da rechts seht, also ist meine Maus weg, hier Klammer auf, hi, Klammer zu, dann könnte ich sowas sagen wie Parent, close parent, go left, say hi. Ja, und das würde im Prinzip Folgendes tun, es würde erstmal sagen, okay, ich mache hier Klammer auf, Klammer zu, na, dann würde ich sagen, go left, bewegt den Cursor nach links und jetzt ist der Cursor zwischen diesen Klammern und say hi, sagt, jetzt kommt ein natürlich sprachlicher Satz, der ist jetzt zugegebenermaßen recht kurz, damit er auf die Folie passt, aber jetzt wird praktisch dann der Kram da rein diktiert. So, und das ist eben eine Arbeitsweise, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss, weil man nämlich normalerweise natürlich denkt und tippt und so muss man eben auch ein bisschen vordenken und ab und zu werden natürlich Sachen auch falsch erkannt und dann passieren einfach komplett verrückte Dinge, man weiß nicht, was passiert ist. Das ist auch so ein Ding, da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Genau, aber was besonders cool ist beim Voice Coding ist, alle Tools, die ich so kenne, benutzen Python und das bedeutet, man kann so eine Python-Grammatik, also die eben so Regeln enthält, auch live updaten. Das heißt, ich kann im Prinzip mit meiner Grammatik Regeln definieren und dann kann ich speichern und kann die Regeln auch direkt benutzen. Und das ist der große Moment, wo Elefant Bimbo das Wasser lässt und wir eine kleine Live-Demo veranstalten. Und jetzt kommt der erste spannende Moment, weil ich nämlich hier meinen Screen wechseln muss. Also gebt mir wenige Sekunden. So, ich gehe jetzt hier auf Duplizieren. Seht ihr meine Coding-Umgebung, Anna? Top. Okay, also kurz zur Erklärung, was ihr hier seht, ist einmal rechts oben mein Heads-Up-Display. Da seht ihr jetzt gerade, ist die Sprache, die eingestellt ist, Englisch und das ausgegraute Mikro sagt, das Ding hört auch nicht auf meine Stimme. Jetzt kann ich praktisch sagen, was ich will. Ihr seht hier noch ein anderes rotes Ding, das ist für deutsche Texte, also ich kann praktisch zwischen Deutsch und Englisch switchen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt zeigen, aber dadurch kann ich eben sehen, ohne dass ich irgendwas ausprobieren muss, ist das Ding an, welche Sprache ist gerade eingestellt, damit ich auch weiß, welche Regeln ich benutzen kann. So, und jetzt ist hier das Mikrofon auf meine Stimme eingestellt, also heißt, es hört jetzt auch, was passiert. Und ihr seht hier ein leeres Talon-Grammatik-File und ihr seht eben oben hier bei Mode, Doppelpunkt, Sleep und dann diesen Bindestrich, das bedeutet, jetzt gerade können wir die Regeln definieren, die im Sleep-Modus greifen sollen. Und wir werden jetzt einfach mal eine kurze Hello World-Demo veranstalten. Und wenn ich jetzt sage, hello, hello Bamberg, sehen wir, es passiert halt nichts, ne? Weil gibt es keine Regel für. So, und jetzt werde ich einmal kurz das Ding aufwecken und eine Regel definieren und dann erklären, was hier passiert ist. Chirp. Say hello Bamberg. Colon space double quote say this is a text. Go down. Save that. Snore. So. Jetzt habt ihr gesehen, wir haben eine Regel definiert und wenn ich jetzt sage, hello Bamberg, dann kommt hier Text. Wundervoll. So, und jetzt kann ich aber auch denken, okay, eigentlich macht diese Regel gar nicht genau das, was ich machen will, also möchte ich sie vielleicht updaten. Dann könnte ich das auch jetzt live im Betrieb tun, beispielsweise so. Chirp, markup, space, enter, space, space, crunch each yank, paren, word down. Hier oben und jetzt ist es eben nicht nur ein einfacher Text, der sozusagen getippt werden soll, sondern ich habe jetzt hier zwei Aktionen. Ich habe einmal den Cursor runter Knopf und danach wird ein Text geschrieben. Also wenn ich jetzt diesen Befehl absetze, hello Bamberg, sehen wir eben, wir gehen runter und haben jetzt die neue Aktion. Und das bedeutet eben, wenn man jetzt damit Software entwickelt, dann kann man relativ easy
eben auch einfach, was weiß ich, man hat ein cooles neues Feature, das will ich benutzen oder ich habe jetzt irgendwas, was ich gemerkt habe, das brauche ich öfter. Ne? Ich schreibe ein LaTeX-Paper und ich habe diese nervige Gleitabbildung, die ich einfügen will. Da baue ich mir jetzt einmal einen Befehl für und danach kann ich den eben aufrufen. Und ich kann das auch sofort machen, ohne dass ich irgendwelche Sachen neu starten muss. Das heißt, man kann wirklich seinen Arbeitsablauf damit schon sehr flüssig optimieren. So, und jetzt versuche ich hier wieder zurückzuwechseln. Das war nämlich schon die Live-Demo, aber jetzt geht es wieder los. Moment. Seht ihr wieder die Slide? Top. Okay, also das ist im Prinzip das Dynamic Scripting, was es überhaupt erst benutzbar macht, diese ganze Hands-Free-Coding-Geschichte aus meiner Sicht, weil man eben seine Grammatik praktisch mit seiner eigenen Grammatik live aktualisieren kann. Das Ding ist nur, jetzt haben wir eigentlich bisher nur darüber geredet, wie man überhaupt seinen Computer steuern kann mit der Stimme. Es geht ja aber primär auch ums Coding in diesem Vortrag. Und da ist nämlich für mich sozusagen die Superkraft versteckt beim Hands-Free-Coding, weil meine Äußerungen ja durch eine Software gehen. Ne? Also die interpretiert ja, was ich sage und ich kann eben dieser Software auch schlaue Dinge mitgeben. Und eine Sache, die diese Software eben einfach weiß, ist beispielsweise, in welchen Anwendungen ich unterwegs bin oder welche Dateiendungen die Datei hat, in der ich gerade arbeite. Oder man kann alle möglichen Metadaten über diese ganzen Apps, die man da laufen hat und wo der Fokus gerade liegt, mitgeben und auch benutzen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt programmiere und ich möchte eine neue Funktion erstellen, dann könnte ich sowas sagen wie Funky Test Funk. So, und dann wäre Funky praktisch der Befehl für erstell mal eine Funktion und Test Funk wäre jetzt vielleicht der Name der Funktion. Ja, und bei C-Sharp könnte dann der Output so ungefähr aussehen wie das, was wir da sehen, also sowas wie Private Void, weil das eben die Keywords sind, die man da standardmäßig benutzen muss. Und dann wird eben in Camel Case Test Funk geschrieben und dann gibt es runde Klammern für irgendwelche Parameter oder eben auch ohne Parameter. So, wenn ich jetzt aber in einem JavaScript-Kontext bin, dann wäre das keine sinnvolle oder womöglich nicht der Output, den ich will, sondern vielleicht möchte ich da eben sowas haben. Ne? Und ihr seht jetzt hier, der What-You-Say-Part, also die linke Hälfte, der Regelkopf praktisch, ist genau identisch, aber das, was da rauskommt an Output, ist eben was anderes. Und das liegt nur daran, dass ich eben jetzt in einem anderen Kontext unterwegs bin. Und das ist eine sehr mächtige Geschichte, weil ich weiß nicht, wer entwickelt Software von euch? Schon mal irgendwer? Ja, genau, einige. Und ich weiß nicht, wie routiniert ihr das macht, aber ich google in einer Tour und copy-paste Dinge von sonst wo, weil ich halt, keine Ahnung, ich schon wieder nicht weiß, okay, jetzt sitze ich wieder in Python, jetzt sitze ich in JavaScript, jetzt habe ich TypeScript und was weiß ich, ECMA, sonst was. Da muss ich immer gucken, was kann ich jetzt hier eigentlich machen. Und wenn ich natürlich jetzt eine Software habe, die weiß, wo ich jetzt Klammern setzen muss, na, ich weiß, okay, ich will jetzt eine Funktion machen, ich will irgendeine Loop, ich will keine Ahnung was. Na, ich muss mich um die Syntax nicht so sehr kümmern, weil meine Software ja einfach schon diesen Syntaxzucker für mich auch übernimmt. Ja, und das ist einfach sehr cool, weil meine Gedankenprozesse relativ High-Level sein können, weil eben dieser Low-Level-Stuff im Prinzip ein bisschen abstrahiert wird dabei. Das gilt nicht nur für Code, das gilt auch für Features. Ne? Also beispielsweise, wenn ich eine Methode entwickle und ich möchte die jetzt laufen lassen, dann kann ich einfach sagen, run code. Ja, und dann wird unter der Haube eben diese Funktion aufgerufen in meiner IDE und ihr müsstet halt entweder eure Maus nehmen und diesen grünen Pfeil anklicken oder ihr müsstet was drücken wie Shift F10. So, ja, oder wenn ich jetzt eine Methode habe und bin da mit meinem Cursor drin und ich will wissen, wo die eigentlich benutzt wird, dann kann ich eben sagen Find Usage und ihr müsst sowas machen wie Steuerung Alt F7, was halt offensichtlich schwerer zu merken ist, weil es ja erstmal nichts mit der Funktion zu tun hat. Ja, und wenn ihr eben ein Sprachinterface habt, das kommt für Menschen schon sehr natürlich. Und ich finde, das ist eigentlich ein Feature, was ein totaler Gamechanger sein sollte, aber es wird tatsächlich sehr wenig genutzt. Und genau, was ich ja schon erzählt hatte, man kann halt sehr mächtige Templates auch schreiben, weil man eben beispielsweise, wenn man LaTeX-Paper schreibt, ist es sehr auffällig, dass man viel Klammern und irgendwelche komischen, ineinander geschachtelten Dinge braucht, die kein Mensch wirklich sich merken kann. Und auch dafür ist es eben cool, wenn man einfach eine sehr mächtige Template-Engine hat, die einfach auf Sprachbefehle hört. So, also das ist im Prinzip der High-Level, die Introduction, wie man jetzt beim Coding arbeiten kann. Und jetzt sehen wir uns nochmal eine Live-Demo an von jemandem, der tatsächlich damit sein Geld verdient
und auch ohne Hände Software entwickelt. Also das hier wäre praktisch, ich glaube 2 Jahre alt ist das Video, so ungefähr kann es aussehen, wenn man mit Talent Software entwickelt, mit einigermaßen Routine. Slap second, go up. Styled button wrapper. Blank rule background color. Color variable primary. Slap. Blank rule font size. 2 red each made. Slap. Rule cursor pointer. Rule color white. Say return. Space. Elm wrapper. Enter. Go up second and go left third. Brace space. Say children. Go down second. Brace say children. Save. Go up second. Slap second go up. Import component icon. Say icon, comma space. Closed Elm icon. Squiggly attribute icon. Say icon. Save. Genau, also was ihr hier jetzt gesehen habt, ist im Prinzip erstmal, es ist auch möglich, eine Grammatik zu machen, die ein bisschen sprechender ist. Also hier waren jetzt deutlich weniger Hark, Snark, Schmark Elemente drin, sondern es war ja schon regelrecht semantisch nachvollziehbar, was da passiert ist. Und es ist eben auch relativ zügig. No, und das, was ihr übrigens auch gesehen habt, ist, der Bursche hat immer so gemacht und dann sind da wilde Zoom-Aktionen passiert. Das liegt daran, dass er eben zusätzlich noch Noise-Erkennung und auch einen Eye-Tracker daran gekoppelt hat, dass er eben schnell auch im Code navigieren kann und nicht alles mit dem Cursor machen muss. Da haben wir gleich noch ein Beispiel zu, aber ich möchte vorher noch mal auf diesem Coding-Gedanken ein bisschen rumreiten, denn in diesem Beispiel haben wir auch eigentlich nur normale Grammatikregeln gehabt, die eben einigermaßen optimiert dafür sind, dass man jetzt eben hier Software entwickeln kann. Aber tatsächlich kann man eben mit diesem Hands-Free-Coding Ansatz auch deutlich abstrakter programmieren, also praktisch eine Art Meta-Ebene. Man redet über Code und dann passieren Dinge. Und eine Extension, die das auch tatsächlich macht, nennt sich Cursorless. Also das ist eine, kann man sich bei GitHub runterladen. Das ist im Prinzip eine Visual Studio Extension. Und die Idee dabei ist, dass man den Code strukturiert bearbeiten kann mit Sprachbefehlen. Und das Prinzip ist, man sieht den Code, das sehen wir auch gleich in einem Beispiel, aber nur vorab zur Erklärung, was ihr da gleich seht. Also alle Tokens im Code sind dekoriert mit sogenannten Marks, also das sind so kleine Dächer über verschiedenen Buchstaben. Und die haben unterschiedliche Farben und dadurch, dass man eben so ein Dach über bestimmten Buchstaben hat, kann man jetzt zum Beispiel ein Statement oder eine Klasse oder ein Argument in einem Funktionsaufruf adressieren. Das heißt, man sagt praktisch, welches Mark man nimmt, also welche Markierung man gerade meint. Dann sagt man noch den Scope, also ob es ein Funktionsaufruf ist oder eine Klasse oder eine Methode oder was auch immer. Und dann sagt man, was damit passieren soll, also eine Action. So, und um das Ganze mal praktisch zu machen, man sagt sowas wie bring call west. Und das würde praktisch die effiziente Sprechweise sein für kopier mal bitte den Funktionsaufruf, der mit dem wo das V markiert ist, dahin, wo mein Cursor ist. Ja, und das Ganze ergibt sich so, dass bring die Action ist, also bring heißt, kopier mal dahin, wo mein Cursor gerade ist. Call bedeutet, es geht um einen Funktionsaufruf, ne, also nicht um eine Klasse, nicht um eine Methode, nicht um ein Argument, sondern eben um den Funktions-, den Call. Und West ist einfach nur Hands-Free Coding Speak für V. Ne, also das ist praktisch in so einem phonetischen Alphabet die häufige Sprechweise für den Buchstaben V. Das heißt, es geht hier um den Funktionsaufruf, bei dem eben das V mit diesem Mark dekoriert ist. So, und das können wir uns auch mal als Video angucken. To, let's say, just insert this function call at the cursor, I could just say, bring call vest. Drowse. Genau, das ist aus meiner Sicht extrem cool, weil das, was jetzt natürlich passiert ist, das Statement ist sehr High-Level. Der Entwickler oder die Entwicklerin kann auch sehr High-Level über Dinge denken. Man braucht zum Beispiel keine Zeilennummern. Na, ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, nimm mal Zeichen 5 bis Zeichen 9 in Zeile 3 und kopiere zu Zeile 7, sondern ich kann wirklich über die Statements nachdenken und das ist eben auch das, was ich sagen kann. Na, das geht auch mit anderen Dingen, einfach um es mal zu illustrieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe hier einen Funktionsaufruf, aber ich habe mich geirrt, es ist doch nicht AB, sondern ich muss es als BA da reinfüttern, dann kann ich das eben so machen. Swap arg green red with token green fine. Drowse. Nur noch da, es ist praktisch, ich habe
was vertauscht, ich möchte es wieder tauschen und das ist das, was ich sage. Ich habe sehr wenig Umwege. Also, und für mich als jemand, der eben jetzt ja versucht, mit Stimme auch viel Tastatureingaben zu emulieren, ist sehr deutlich, dass viele Dinge, die wir einfach immer machen, eigentlich an sich gar nicht so sinnvoll sind. Also wir sitzen vor einem Gerät mit 140 Knöpfen und man drückt die jetzt und ich habe ganz oft so Dinge wie, okay, ich möchte jetzt, dass diese Funktion läuft. Was muss ich machen? Ich muss Shift und F10 drücken. Wenn man das nachbaut, dann fragt man sich, warum? Warum ist denn das so gebaut? Warum habe ich denn hier 140 Knöpfe? Warum rede ich über Zeilennummern? Ja, das sind so viele Dinge, die machen eigentlich nur Sinn, weil irgendwer mal eine Tastatur gebaut hat und jetzt die Geräte so gebaut sind. Wenn ich aber überlege, ich möchte jemandem beibringen, wie entwickelst du Software, was gibt es für Komponenten, dann macht es eigentlich viel mehr Sinn, sowas zu sagen wie, vertausch die Argumente oder hier hast du einen Funktionsaufruf, lösch den oder du musst den an einer anderen Stelle setzen, dann schieb den doch darüber. Und wenn man auf dieser Ebene reden kann und dann passieren die Dinge, ist es aus meiner Sicht irgendwie eine reinere Form des Verständnisses, was man da aufbauen kann. Also deshalb würde ich hoffen, dass irgendwer auch mal Lust hat, das Ganze in der Lehre einzusetzen. Womöglich bin ich das irgendwann mal. Aktuell bin ich nur der Typ, der auf Konferenzen geht, um das Ganze zu bewerben. Und jetzt als letztes Beispiel für Cursorless noch kurz einfach auch hier nochmal, um den Punkt reinzuhämmern, dass man eben wirklich über semantische Entitäten reden kann. Hier so ein Textauswahlbeispiel. Take pass state blue crunch. Browse. Auch hier, also State Blue Crunch ist im Prinzip das Statement, wo die, das Crunch, also das K mit einem blauen Dreieck markiert ist. Das heißt, man guckt da hin und als der Typ, der das andauernd macht, ist das eine relativ natürliche Aussage. Und ich sage eben, markier mal alles bis dahin. Na, das ist eben auch sehr natürlich, weil ich einfach dahin gucke und jetzt sage, okay, ich will eigentlich alles bis da. Und das ist eben auch genau das, was ich sagen kann. Es ist also zum Beispiel, wie ich das bisher immer gemacht habe, ist sowas wie, mein Cursor ist irgendwo und wenn ich jetzt was bis darunter markieren will, dann muss ich eben sowas sagen wie, halt mal Shift gedrückt und drück 25 mal runter. Also das ist halt das, was man ja eigentlich auch auf der Tastatur machen würde. Aber wenn ihr eben wirklich aussprecht, was man auf der Tastatur macht, dann kommt euch das manchmal wirklich ziemlich dämlich vor, weil na, ihr seht ja, ihr haltet den Runterknopf gedrückt und ihr hört einfach auf, wenn ihr da seid. Das funktioniert eben nur, weil ihr direktes Feedback bekommt. Aber so richtig ist es nicht das, was ihr wollt. Ihr wollt ja eigentlich nicht diverse Male runterdrücken, ihr wollt eigentlich was markieren bis zu irgendeinem Statement. Und das finde ich eigentlich sehr cool, dass das eben bei Cursorless, wie gesagt, das Coding auf eine andere Ebene hebt. So, und damit ist im Prinzip der Hands-Free-Coding-Part vorbei und jetzt kommen wir zu den Alltagserleichterungen, die einem diese Ansätze bringen. Man kann nämlich noch deutlich, ich sag mal, coolere Sachen machen, als nur programmieren. Und den Anfang würde ich gerne machen mit Browsen. Es gibt tatsächlich eine Browser-Erweiterung, die nennt sich Vimium und die hat erstmal gar nichts mit Hands-Free Coding zu tun, sondern die ist einfach nur dafür da, dass man die Maus nicht benutzen muss beim Coden. Ich weiß nicht, kennt hier irgendwer Vimium? Ja, Mensch, das ist ja cool, ja. Das Ding ist, das ist nativ kompatibel mit Voice Coding, weil man ja eben auch alle Buchstaben über Voice ansprechen kann. Und ich persönlich benutze Vimium, weil ich es eben auch super praktisch finde. Und also hier rechts sehen wir so ein Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt Vimium benutze, dann kann ich einen Knopf drücken oder eben irgendwie ein Wort sagen. Bei mir ist es Klick. Und dann werden alle klickbaren Links dekoriert mit so einem gelben Tüdel da. Und dann steht in diesem gelben Ding eben drin, welchen Buchstaben man drücken muss, damit der Link geklickt wird. Und dann drückt man den und dann wird eben der Link geklickt. Wie gesagt, das ist ziemlich gut kompatibel mit Talent, weil offensichtlich sowas wie Buchstaben gezielt ansprechen, genau dafür sind ja diese ganzen phonetischen Alphabete da. Und man kann eben auch das Ganze kombinieren mit Eye-Tracking, dass ich eben auch meinetwegen, wenn ich unbedingt möchte, jetzt irgendwo hingucken kann und es klicken kann. Aber grundsätzlich ist es eben, wenn ich jetzt mehrere Monitore habe, zum Beispiel super cool, wenn ich nicht jedes Mal in das Fenster wechseln und die Maus benutzen muss, sondern es eben einfach mit Sprache machen kann. Und es gibt sogar noch eine Extension für Talent, die macht im Prinzip das Gleiche, aber noch 100.000 Zusatzfeatures, nennt sich Rango. Also falls ihr wirklich mal gucken wollt, wie man Hands-Free browsen kann, würde ich euch das mal empfehlen. Das ist eindeutig mächtiger als Vimium. Genau. Und hier mal eine kurze Live-Demo, wie das aussehen kann. Say Talon Voice. Enter. Click. Sun Golf. Click. Mic. Page down. Page down.
Go back. So, es gibt tatsächlich noch deutlich coolere Arten zu browsen. Und das wäre aus meiner Sicht Gaze OCR. Ich habe das selber noch nicht aufgesetzt, deshalb nehme ich einfach die Demo von dem Buben, der das entwickelt. Aber die Idee ist praktisch, ich habe einen Eye-Tracker, der checkt, wo ich hingucke. Und ich kann jetzt über Text sagen, was beispielsweise geklickt werden soll, was selektiert werden soll. Und das wird eben dann per OCR-Software und dem Eye-Tracker, der checkt, wo ich hingucke, aus dem aktuellen Bild gepasst. Hey, this is James here from Hands Free Coding. This is a demo of my Gaze OCR Python package, which plugs into Dragonfly and makes it easy to click and select on-screen text using voice commands. Under the hood, it's using a combination of OCR and eye tracking. Let's give it a try. Search Hands Free Coding. Coding Touch. Utter Touch. Words Speech. Words Backend Engineer. Words I've through integrations. Edit Touch. Go after decades. Replace around with available. Go after recognition. Words before speech. Voice control. If you want to learn more, check out my blog, handsfreecoding.org. Genau, also ich denke, es ist eigentlich eine ganz coole Demo, um zu sehen, was es so gibt und wie Knight Rider-mäßig sich das Ganze schon teilweise anfühlt. Genau, und das wäre so ein Tool, das gibt es tatsächlich auch für mehrere Frameworks. Also er hier hat eine ganze Weile nur Dragonfly benutzt, hat das für Dragonfly entwickelt und jetzt gibt es auch für Talon. Genau, und was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, ist, dass die Leute auch oft Noise benutzen, also Geräusche. Und der Vorteil davon ist im Prinzip, dass die Latenz bei Geräuschen deutlich geringer ist für die Erkennung, weil ich eben kein Language Model habe, was obendrauf irgendwelche Strukturen erkennen will, wie beispielsweise Worte oder Satzgrammatiken oder so. Das heißt, also ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, man kann dann da sitzen und so ein Geräusch aufnehmen, dann sitzt man da, macht eine halbe Stunde. Und wenn man das Gefühl hat, man hat das oft genug gemacht, dann hat man die Option, dann ein Modell drauf zu trainieren und dann in seiner Grammatik ein Mapping zu hinterlegen, dass eben, wenn dieses Geräusch kommt, irgendwelche Dinge passieren. Und das Ganze ist eben super cool, weil gerade bei dieser geringen Latenz kann man eben das Ganze auch für Gaming benutzen. Und hier wäre mal ein Beispiel, wie man nur mit Noise Recognition spielen kann. Genau, das ist Speedrunners übrigens. Ich habe das auch mal gemacht, das ist sau schwer. Also mit Geräuschen tatsächlich. Deshalb bin ich gar nicht so der Noise-Only-Typ. Was aber auch offensichtlich gut geht, ist Noise mit Eye-Tracking. Ne? Weil ich eben gucken kann und meinen Kopf bewege, um da sozusagen den Cursor zu steuern. Und mit Geräuschen kann man sowas wie Klick, Rechtsklick, Doppelklick, was auch immer triggern, sag ich mal. So, und genau, bla bla bla, also es geht auch mit Talon offensichtlich, die Details sind gar nicht so wichtig. Ich will nur hier mal kurz eine kleine Demo zeigen, wie sowas aussehen kann. Also die Message soll eigentlich nur sein, das ist relativ präzise. Also das ist halt komplett freihändig und nur mit Geräuschen. Man hat eine relativ geringe Latenz und kann eben auch Dinge machen, die relativ schnell und präzise sein müssen. Und man kann auch weitere Modi nehmen. Also man kann auch zum Beispiel Gesichtsmimik nehmen. Das hier wäre mal so ein Beispiel. Also ich mache hier links den Affen, aber das ist praktisch die Steuerung für Action Hank. Hey!
Also zweifelsohne ist die Musik deutlich cooler als mein Gameplay, aber ich denke, man sieht es, man kommt irgendwie durch. Es ist, ich habe es quasi zu zwei Dritteln auch schon durchgespielt und es ist halt auf jeden Fall machbar. Und das sind jetzt irgendwie alles nur so kleine Games, so Daddelspiele irgendwie, aber man kann tatsächlich, auch wenn man alles zusammentüdelt, richtige AAA-Action-Beat'em-up-Adventure, was auch immer Spiele spielen. Und das hier wäre jetzt praktisch mal so ein Beispiel, wie man da mit Batman Arkham City spielen kann. Also das läuft jetzt einfach und ich erkläre mal kurz, was man da sieht, ne, weil es irgendwie alles zusammen. So, also ihr seht mit meiner Mimik, also Mund, kann ich steuern, in welche Richtung Batman geht. Na, ich kann mit dem Eye-Tracker, ihr seht hier die Blickrichtung, kann ich die Maus steuern. Augenbrauen hoch ist praktisch Laufen, Zunge raus ist Diven. Das hier ist diese Grappling Gun. Und jetzt dongle ich ja einmal ums Haus rum, um zu zeigen, dass es geht. Na, auch hier, man kann ein bisschen gleiten, man kann relativ präzise manövrieren. Und jetzt gehe ich da runter und verhaue so ein paar Leute. Dieses Gluckengeräusch ist übrigens Hauen. Und ich kann praktisch über die Mund- und Naserümpf-Aktion die Richtung steuern. Lippenpressen ist übrigens der Counter-Move. Wenn ich so dicke Backen mache, ist das die Spezialattacke. Genau, ich habe auch für so ein paar Dinge wie diese Cape-Geschichte einen Sprachbefehl. Wie gesagt, hier Lippenpressen ist der Counter-Move. Dicke Backen war dieser Special-Move und jetzt Claw. Das wäre wieder so eine Spezialattacke, die ich so selten benutze, dass ich da eben einfach mal einen Sprachbefehl für eingesetzt habe. Das ist immer so ein bisschen Trade-off, weil Sprachbefehle eben eine relativ hohe Latenz haben. Genau, im Endeffekt sieht man, denke ich, aber es geht relativ viel. Das ist, wie gesagt, komplett freihändig. Und Shameless Plug. Ich habe auch einen eigenen Twitch-Kanal, wie ihr hier unten seht. Da gibt es aktuell nur zwei Videos drauf, aber ich bemühe mich, das Ganze ein bisschen auszubauen. Also, das ist im Prinzip die Message. Man kann ziemlich viel von dem machen, was man sich so vornimmt, ohne dass man seine Hände benutzen müsste. Und ich finde immer, Gaming ist eigentlich ein guter Aufhänger, weil viel kompetitiver als Echtzeitspiele wird es halt nicht. Ne? Und das funktioniert relativ gut. So, also jetzt haben wir im Prinzip gesehen, was alles geht. Die Frage ist, wie geht denn das? So, und ich habe durchaus im Blick, dass die Zeit eigentlich schon rum ist. Aber ganz ehrlich, die 5 Minuten habt ihr noch. Also grundsätzlich ist es so, man hat verschiedene Komponenten in so einem Stack. Ne? Das eine ist erstmal irgendeine Art von Input, zum Beispiel Mikrofon. Dann hat man bei Voice Coding eben eine Sprach-zu-Text-Engine und dann hat man unten drunter irgendwie eine Grammatik, die eben abbildet, welche Regeln zu welchem Verhalten führen. Und offensichtlich, also man hat das Framework, was die Grammatiken interpretiert und man hat die Grammatiken. So, für das hier gibt es Talon, also das könnt ihr umsonst benutzen und das Free Setup ist schon ultra gut. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kann ich euch das echt wärmstens empfehlen. Wenn ihr das wirklich beruflich nutzt, also wenn ihr damit Geld generiert, offensichtlich wollt ihr alles optimieren, was geht. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich Geld ausgeben für eine oder mehrere Sprachengines. Womöglich macht ihr das schon 20 Jahre und wollt eins der anderen Frameworks benutzen, kann man auch. Und je nachdem, was ihr benutzt, braucht ihr manchmal noch so eine magische Software in der Mitte, die irgendwie euer Dragon Naturally Speaking mit eurer Grammatik verknüpft. So, und das ist Magic, weil tatsächlich alle Frameworks, soweit ich weiß, außer Talon benutzen Netlink, was wirklich aus den 90ern ist und keiner weiß, wie es funktioniert. Es hat irgend so ein Intern bei Nuance, glaube ich, mal gebaut, weil der wusste, wie die APIs gehen. Und der Talon-Guy ist einfach ein absoluter Madman und hat das wohl reverse-engineert und sich eine eigene neue Variante gebaut. Aber grundsätzlich ist da viel gute Hoffnung mit bei diesen ganzen Tools. Aber es funktioniert erstaunlich gut. So, das ist aber nur der Voice-Coding-Part. Man kann jetzt eben noch weitere Dinge einbauen. Beispielsweise ein extra Tool wie Parrot für Noise Recognition. Das kann man dann auch wieder an seine Grammatik rantüdeln. Man kann dann noch einen Eye-Tracker ranbasteln. Da gibt es auch wieder separate Tools für, je nachdem, was man will. Manchmal sind die besser. Also Iris zum Beispiel ist ein Tool. Das benutze ich auch mitunter mal für spezielle Anwendungen. Da kann man auch wieder Parrot ran. Also ne, man kann alle Tools untereinander irgendwie zusammenbauen. Und tatsächlich ist für diese Mimikerkennung gibt es zwar
beispielsweise OpenFace als Open-Source-Alternative, aber das Einzige, was aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert, sind die iPhone- und Mac-Geschichten. Das heißt, ich habe jetzt bei mir auch noch mehrere iPhones an meinen Rechner rangestrippt und eben separate Software, um sozusagen diese ganzen Gesichtsevents auch in meine Grammatik reinzubauen. Und das heißt, das, was hier jetzt gerade schwarz ist, ist sozusagen mein echtes Setup. So, und jetzt wird es ein bisschen zügiger für die letzten Folien. Das ist so der Bereich, wo ich sage, wenn euch das interessiert, guckt euch das nochmal in Ruhe an oder schreibt mir eine Mail. Grundsätzlich, na, sozusagen, was ihr braucht, ist offensichtlich ein gutes Mikrofon. Da gibt es diverse Alternativen. Es macht immer Sinn, wenn man eben die Möglichkeit hat, sowas wie ein Footpedal oder so, also ein Fußpedal zu benutzen, damit man etwa Push-to-Talk machen kann und nicht die ganze Zeit darauf angewiesen ist, dass diese Engine unterscheiden kann zwischen dem, was du eigentlich der Engine sagen willst und dem, was du gerade deinem Kollegen im Büro gesagt hast oder so. Und Eye-Tracker ist auch immer wichtig. Aktuell geht das immer nur ein Eye-Tracker pro Bildschirm, aber Gerüchte halber arbeiten Leute daran, dass es eben auch Multi-Monitor-Support irgendwann mal gibt. Ja, das hier ist mein eigenes Setup. Ich habe angefangen mit einem Notebook, Bluetooth-Headset, let's go. Das hat gut funktioniert. Dann habe ich einen Eye-Tracker dazu gebaut, das hat auch gut funktioniert. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, mir einen Rechner zu besorgen. Und jetzt hatte ich das Problem, dass ich zwar beide Geräte gleichzeitig an mein Mikro koppeln konnte, oder? Und ich konnte mir auch hier noch einen Eye-Tracker ranbasteln, aber jetzt habe ich halt Bluetooth-Mikrofon und dadurch ist auch mein Audio immer mies. Ne? Also wenn ihr dieses Mikrofon Profile benutzt bei Bluetooth, habt ihr halt, ist Musik dann blöd. Deshalb wollte ich irgendwie ein Mikrofon, was unabhängig von diesem Bluetooth-Protokoll läuft. Also habe ich mir so ein Stage-Mic geholt, so ein DPA-Ding. Die sind halt aber alle kabelgebunden, also brauchte ich jetzt auch noch eine Funkstrecke. Die muss ich ja immer anschließen, also habe ich die an meinen Rechner angeschlossen. Offensichtlich ist das Problem, jetzt konnte ich halt am Notebook nur noch mit Bluetooth arbeiten. Also habe ich mir ein Audio-Interface besorgt und dann über den Monitorausgang mein Notebook rangepackt. Jetzt wollte ich aber Facial Actions benutzen. Also habe ich erstmal OpenFace probiert. Das war nichts. Dann habe ich irgendwann iPhones mir überall hingepackt. Und das ist praktisch jetzt mein aktuelles Setup. Das funktioniert ziemlich gut, aber ihr seht schon, es ist halt nicht straightforward und es gibt durchaus grob 3 Dutzend Sachen, die einfach kaputt gehen können. Da muss man irgendwas machen. Deshalb würde ich zum Abschluss vielleicht noch kurz ein paar allgemeine Hinweise geben, was man da so beachten könnte. Also grundsätzlich ist offensichtlich erstmal das Mikrofon super wichtig, weil das die Haupteingabemöglichkeit für euch ist. Das heißt, ihr müsst ein super Mikrofon haben, ihr müsst idealerweise eine ruhige Umgebung haben, ihr müsst idealerweise das Mikro konsistent positionieren, ihr müsst möglichst gut sprechen, also versuchen, dass ihr eben sehr deutlich sprecht und dieser Engine eine Chance gibt, alles richtig zu erkennen. Ihr müsstet darauf achten, dass ihr offensichtlich den ganzen Tag sensitive Daten in euer Mikrofon labert. Ja, also ihr sitzt im Büro und chattet mit eurer Freundin. Das ist jetzt anders als vorher, weil eure Kollegen daneben stehen. Ja, ihr redet über Passwörter und die sind jetzt in irgendeinem Log abgespeichert. Und wenn irgendwas crasht, womöglich wird so ein Log irgendwo hingeschippt. Das müsste man verstehen, bevor man das wirklich benutzt. Wenn ihr drahtlose Geräte benutzt, dann habt ihr womöglich drahtlose Übermittlungen von allen möglichen Daten. Kein Mensch weiß, wie das verschlüsselt ist. Meine Vermutung in der Regel einfach gar nicht. Das kann ein Problem sein, je nachdem, wer ihr seid. Ihr habt einen Eye-Tracker und wenn ihr zum Beispiel streamt oder wenn ihr dieses komische Feature anhabt, dass man sieht, wo ihr hinguckt, dann sehen Leute, wo ihr hinguckt. Das kann ein Problem sein, weil man eben jetzt sieht, man sieht, wo ihr hinguckt, man sieht, was ihr macht. Da könnte man jetzt einen ultra-lame Eye-Tracking-Challenge-Witz anbringen. Und das mache ich auch. Einfach, um das Problem zu illustrieren. I'm gonna complete the whole eye tracking challenge without looking at a single butt or a single boob. This eye tracking challenge is gonna be the easiest challenge of my life, and I will prove to all the other men in chat that we don't need to look at boobs. We can look at people for who they are. Me, Greek God X, I will represent all men in the chat, and I will not look at a single boob. And I will not look at a single butt in this video! Let's go! Fuck! Was ich mit diesem Video eigentlich sagen will, ist,
Ihr habt Software, die spioniert aus, was ihr macht, und ihr könnt euch da gar nicht gegen wehren. Ja, ihr leakt Informationen. Das kann harmlos sein, wenn ihr auf einer LAN seid und ihr habt ein Koop-Game, dann weiß man, wo ihr hinguckt. Das kann aber auch kritisch sein, je nachdem, was ihr damit macht. Das muss euch einfach bewusst sein. Dazu kommt, offensichtlich seid ihr jetzt der einzige Typ mit Speech-Software im Büro. Also habt ihr ungefähr dreimal die Woche jemanden, der von hinten sich ranschleicht und sagt, Format C. Und das super lustig findet. Es ist auch lustig, aber gewöhnt euch einfach dran. Ihr seid jetzt dieser Typ. Wir haben es am Anfang gesehen bei Scrub It Up One in diesem Intro-Video, wie einfach Voice Coding ist. Es macht einen wahnsinnig, Dinge funktionieren nicht und man möchte einfach nur ausflippen. Und je mehr man ausflippt, desto schlimmer wird's, weil natürlich die Erkennungsgenauigkeit rapide runtergeht, wenn man da ins Mikrofon brüllt. Das heißt, man muss irgendwie, auch wenn einem die Eingeweide kochen, ruhig bleiben und einfach möglichst professionell diese komplett emotionslose Roboterstimme an den Tag legen. Und das ist allgemein wichtig, weil man eben jeden Tag, den ganzen Tag nur redet. Ne? Das heißt, man muss irgendwie eine Sprechstimme finden, die man wirklich über sehr, 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 sehr lange Zeit durchhalten kann. Und die ist unter Umständen durchaus ganz anders als die normale Sprechstimme, die man hat. Und man muss eben üben. Also beispielsweise Command Chaining, hatte ich ja gesagt, ist so ein Ding, das ist nicht easy, das muss man erstmal draufkriegen. Und wenn man das eben drauf hat und merkt, es funktioniert nicht gut und man muss vielleicht einen Buchstaben auf ein anderes Wort mappen, dann hat man ein Problem, weil man das jetzt eben praktisch in seinem Unterbewusstsein drin hat und erstmal ein Vierteljahr braucht, um das zu verlernen. Also ich habe bei der BTW erzählt, dass bei mir jetzt gerade Sin und Sit so ein Ding ist, glaube ich. Das ist I und S und leider vertausche ich die oft und jetzt muss ich sie entlernen. Ich kriege es nicht hin. Ich muss immer raten, ob ich gerade I oder S schreibe, weil ich aber diese beiden Dinger vertauscht habe und es so oft gemacht habe, dass ich es nicht mehr neu lernen kann. Das dauert wirklich lange manchmal. Genau, dann gibt es noch ein paar allgemeine Probleme, sowas wie, wenn man mehrere Sprachen benutzt, ist es ein einziges Gebastel. Allgemein hat man ein komplexes Setup und man hat natürlich viel Machine Learning-Kram. Also da passieren einfach Dinge. Das möchte ich auch noch ganz kurz illustrieren. Also der Typ, der Talent entwickelt, hat kürzlich mal verschiedene Sprachmodelle verglichen, hat das bei Twitter gepostet und ein Ding, was ich sehr interessant fand, er hat hier Talon, also die von ihm entwickelte Engine für Voice Coding, mit Facebooks Whisper verglichen und sagt, ja, Whisper fühlt sich an sich ziemlich gut an, aber es gibt manchmal sogenannte Worst-Case-Outputs, die er mal hervorheben möchte. Moment, ich muss das hier kurz größer zoomen. Und er sagt, er hat nämlich mal gebenchmarkt, was diese Engines machen, wenn man das Wort Partnership transkribieren lässt. Ne? Und wenn du halt Talon das Wort Partnership gibst, dann sagt er, okay, Partnership ist Partnership. Und Whisper hat daraus gemacht, that's the end of the video. Thank you for watching. Lots of heat. December. Keep writing your comments below for new videos and feel free to contribute. If you have any questions, feel free to ask away or make comments. Post any of your comments. I'll see you next week. Wenn ich jetzt tatsächlich damit Dinge steuere, und ich habe eine Bash open und gebe Befehle in meinen Docker-Cluster und ich diktiere ein Wort und es wird das interpretiert und das knallt er mir jetzt in die Shell, dann passieren Dinge. Ja, das ist ein Problem. Und wenn ich natürlich mit crazy Machine Learning arbeite und all mein Code kommt von ChatGPT oder ich diktiere und Models wie Whisper interpretieren das, dann ist das schwierig. Ne? Also heißt, da gibt es auch Ansätze, dass man vielleicht mehrere Models chained und das eine überwacht das andere und so. Das sind auf jeden Fall verrückte Sachen, die da abgehen. So, genau, also warum soll man es trotzdem machen? Ich mache es kurz, ihr seid produktiver, es ist einfach bequem, weil ihr mal die Hände entlasten könnt. Genau. Accessibility ist ein Ding und es ist offensichtlich cool, mit eurem Computer zu reden. Es gibt 1000 Quellen, ganz ehrlich, lest es euch durch, wenn euch das interessiert. Es gibt auch ein Video von den Co-Talks von diesem Vortrag in Kürze. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, den könnt ihr auch euch reinziehen. Und abschließend wären meine Empfehlungen, wenn ihr es ausprobiert, versucht simple Dinge, versucht Dinge, die Sinn machen. Also zum Beispiel versucht nicht, einen Vortrag zu halten und die Slides mit Voice zu skippen, gleichzeitig aber zu reden. Das machen manche Leute, es macht keinen Sinn. Es funktioniert nicht, alle sind frustriert. Aber es war auch keine faire Challenge für die Software. Ja, und selbst wenn ihr gar nichts damit macht, behaltet einfach im Hinterkopf, dass es das gibt. Das kann nämlich immer mal gut sein. Und ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt keine Zeit für Fragen.
Aber abschließend möchte ich sagen, wenn ihr das nutzt, supportet den Entwickler von Talon, weil das einfach ein cooles Projekt ist. Geht auf handsfreecoding.ge, das ist die Webseite dazu. Also da, wenn es Updates gibt, findet ihr sie womöglich irgendwann mal da. Und wenn ihr Fragen habt, fragt mich wahrscheinlich nach dem Vortrag, weil jetzt ist es gerade zeitlich ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich wäre ich jetzt noch verfügbar. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gucke mal kurz zur IGER-Orga. Dürfen wir Fragen machen? Die zucken mit den Schultern und dann renne ich darüber und bringe das Mikrofon. Vielleicht nur eine ganz kurze zum Einstieg, um es zu verunkomplizieren. Windows besorgen ist schon nicht schlecht, oder? Sorry, das habe ich akustisch nicht verstanden. Man sollte mit Windows anfangen, ist es eine gute Idee? Das ist, glaube ich, völlig egal. Also Talon ist Cross-Plattform. Das heißt, es geht bei Mac, Linux, Windows. Ich würde, wenn es völlig egal ist, würde ich sagen, nimm Mac, weil Mac eine ziemlich coole Accessibility-API hat für Mimic und so. Also dieser Mimic-Kram, den ich habe, das ist ein extrem teurer, umständiger Panzertape-Software-Umbau. Also nativ geht es bei Mac besser, glaube ich. Dass die erste Demo von dem Windows, wo jemand was in den Windows Notepad eingetippt hat, so schief ging, das lag vor allem an den Actions und nicht an der Spracherkennung, die davor ist. Oder ist das auch crappy gewesen? Oder was war da der Grund, warum das schief ging? Also ich denke, die Liste an Dingen, warum das nicht geklappt hat, ist lang. Also erstmal entwickelt er mit Notepad. Wer macht das bitte? Dann ist offensichtlich das Problem, dass er versucht, eben diese Capitalization mit Spracherkennung zu steuern, aber nicht so richtig weiß, was er machen muss. Also diese Press-Caps-Lock-Geschichte, so funktioniert das da nicht, aber das musst du natürlich wissen. Und ich denke, dazu kommt auch, dass er irgendwann genervt war. Dann hat er so Äußerungen angefangen, die abgebrochen, eine neue gesagt. Und dann ist eben auch so, dass diese Erkennungssoftware auch, ne, die versucht praktisch, zum Beispiel, wenn du eine Action aufrufen willst, versucht sie das schon als Action zu erkennen. Aber wenn du dann zu lange redest, dann denkt sie, okay, aber wahrscheinlich doch ein Satz. Und dann schreibt sie das hin. Deshalb hat er dann eben so wie Delete bla 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 bla, hat er auch einmal als Text geschrieben, obwohl man denken würde, sollte eigentlich ein Text sein. Na, also es ist, ich denke, der Workflow war Quatsch, der Ansatz war Quatsch. Die Software ist nicht für Actions und für Coding gebaut. Und die Erwartungshaltung war scheinbar, entweder, dass es wirklich funktioniert oder dieser Mensch ist einfach nur ein begabter Comedian. Ich weiß es nicht, aber ich denke, der Ansatz verdeutlicht die Probleme ganz gut. Okay, danke. Hi, danke erstmal für den coolen Vortrag. Mir hat das sehr gefallen mit den Selecting Semantic Entities, was du präsentiert hast. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil ich mich vor einer Weile mit Vim beschäftigt habe. Das ist da auch so eine, dass man da quasi nicht einfach, zum Beispiel wenn man ein bisschen nach unten scrollt, einfach sagt 25 Mal nach unten, sondern man springt eigentlich an die Stelle, an die man eigentlich springen will. Und mich würde interessieren, wenn man quasi jetzt an den Coding-Kontext denkt, wird da der ganze Code als Baum oder irgendwas geparst, dass man weiß, zum Beispiel, wenn ich sage, lösche alles in diesem Code-Scope, wo du aktuell bist oder in den Klammern oder sowas, ist dahinter auch so ein Baum oder wie kann man sich das vorstellen, weißt du das? Also sehr gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das jetzt bei Cursorless genau gemacht ist. Aber ich weiß, es gibt Arbeiten dazu, die das tun. Also ich habe eine Masterarbeit gelesen, wo jemand für Elm, das ist auch eine Programmiersprache, wurde mir gesagt, das Ganze gebaut hat. Und da war eben genau sowas im Hintergrund. Ne? Also praktisch, du hast deine IDE und da läuft jetzt ein kleiner Server, der parst immer dein File. Und dadurch kannst du zum Beispiel auch bei Suche eben nicht nur stupides String-Matching machen, sondern du könntest was sagen wie, such mal String-Variable bla bla und dann weiß eben deine Engine schon, okay, es gibt nur drei Variablen, also muss bla bla auf eine von diesen drei Dingern passen. Da hast du halt auch dann direkt eine viel höhere Trefferquote und es geht alles viel schneller, weil du eben nicht nur dieses stupide Text-File-mäßige Suchen hast. Also grundsätzlich nehme ich an, ist es in der Regel so. Ja, Punkt. Ich habe es aber nicht gebaut und nicht den Code angeguckt. Alles klar, Dankeschön.
Dankeschön. Ich habe gerade aus der Regie gehört, maximal noch 10 Minuten, dann müssen wir hier fertig sein. Aber 10 Minuten sind 10 Minuten. Also wer noch eine Frage hat, kann die jetzt stellen. Dann darf ich mal kurz meine Frage stellen. Für welche Programmiersprachen hast du denn schon deine Makros gebaut? Ja, also LaTeX, wenn man das Programmiersprache nennen möchte, offensichtlich. SQL, Java, Kotlin, JavaScript. Und würdest du sagen, die sind sehr persönlich, oder würdest du sagen, das ist eigentlich was jeder, der SQL macht, würde das sehr, sehr ähnlich bauen? Also gerade SQL, ganz ehrlich, gar keine Ahnung. Aber also bei SQL gibt es ein paar, die ich mir angeguckt habe, und da habe ich mein eigenes Ding gebastelt, weil SQL einfach auch super mächtig ist und je nachdem, was du nutzt, stört es eher, wenn du diverse Features drin hast, die du nie verwendest. Also deshalb weiß ich es noch nicht, aber bei JavaScript zum Beispiel oder auch bei Kotlin, da sind viele Dinge so generisch, dass man eigentlich erstmal so ein fertiges Ding nimmt und dann weiter personalisiert oder einfach weiter ausfüllt sozusagen. Also gerade in dem Bereich glaube ich ehrlich gesagt, wenn man da mal strukturierte Arbeiten zu machen würde, wie man gute Grammatiken baut, dann könnte sich das Ganze auch standardisieren. Aber es ist aktuell eben noch sehr in diesem Stadium, wo du halt 3 Nerds hast, die irgendwas machen. Also ich bin auch in diesem Snack-Channel drin zu so einer Vim-Grammatik dazu. Ich selber habe keinen Plan von Vim, aber ich finde es immer interessant, mal so ein bisschen diese Nerd-Dialoge zu lesen. Aber auch da gibt es Leute, die haben eine starke Meinung dazu, aber es sind halt sehr wenige und die Meinung ist sehr stark. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man das Ganze jetzt nicht nur mit 3 Leuten bespricht, sondern mit 3000, dann hätte man vielleicht irgendwann eine Art Konsens, den man als Startpunkt nutzen kann. Es gibt auch so ein paar Starter-Grammatiken, die viele benutzen, also nicht nur im Coding-Bereich, sondern eben auch allgemein, sowas wie, welches Alphabet benutzt du, wie sind deine Mausbefehle, dass du klicken und rechtsklicken kannst und so. Also dafür gibt es sehr viel Common Ground. Bei Programmiersprachen ist halt schon noch sehr viel Gefrickel. Entspricht ja so ein bisschen der Tastaturbelegung, Dvorak versus QWERTY und so weiter. Welche Grammatik benutzt du dann in dem Bereich? Ja. Letzte Runde, letzte Chance. Ansonsten sind wir ja noch ein bisschen da hier. Bei der IGER geht leider nicht mehr ganz so lange. Ja, dann bleibt uns nur noch mal einen herzlichen Applaus für diesen großartigen Vortrag. Dankeschön. Ja, vielen Dank.